Im Flüchtlingsquartier im Hangar am Flughafen Wien ist mittlerweile Routine in den Alltag eingezogen. Um diese ein wenig zu durchbrechen, gibt sich das Rote Kreuz Schwechat viel Mühe bei der Betreuung. So gab es jüngst eine Spezialberatung für junge Mütter durch eine sehr ambitionierte Still- und Mutterberaterin. Wir haben heute bei uns im Flüchtlingsquartier am Flughafen die Stillberatung zu Gast. Da haben sich 15 Mütter bereit erklärt, dieses Angebot in Anspruch zu nehmen und ein bisschen etwas über die Pflege und das Aufziehen von Kleinkindern zu erfahren. Da haben wir extra Personen eingeladen, die in dieser Branche tätig sind und die uns hier ganz tatkräftig unterstützen. Man darf nicht vergessen, dass hier ja gerade am Flughafen viele junge Mütter untergebracht sind. Das ist richtig, wir haben insgesamt 105 Kinder hier und davon sind über 60 quasi im Vorschul- und Volksschulalter. Ich habe das Rote Kreuz Schwechat angeschrieben und meine ehrenamtlichen Dienste angeboten, dass die Frauen, die halt herkommen und vielleicht auch noch kleine Babys haben, ein bisschen einfach die Möglichkeit haben zur Normalität, aber auch zur Aufklärung oder zum Fragen stellen, wenn es um Stillen geht. Oder ich versuche auch den Damen vielleicht Tragehilfen oder Ringslings zu geben, damit sie ein bisschen flexibler sind am Gelände mit ihren Babys. Und viele haben ja auch mehrere Kinder, dass sie da einfach sich besser bewegen können. Dass es auch für die Mütter ein bisschen einfacher wird. Ja, doch. Ich habe schon immer so ein bisschen die Befürchtung, dass gerade die Mütter dann diejenigen sind, die sehr eingeschränkt sind, weil mit Baby am Arm, aber in langen Schlangen anstellen und dann am Abend vielleicht in einer Halle, wenn ein Baby weint, dann muss man es beruhigen und wenn noch ein kleines Kind da ist, da habe ich halt die Hoffnung, dass ich vielleicht ein bisschen Hilfe leisten kann. Anna Machubian, Sie sind bei VIAS am Flughafen Wien angestellt, aber Sie verrichten jetzt freiwillig Dienst. Sie machen Dolmetschdienste. Wie sind Sie dazu gekommen? Weil mein Mann Perser ist und ich Persisch gelernt habe, habe ich das sehr gern übernommen, weil ich natürlich auch behilflich sein möchte. Und ich muss sagen, es ist sehr spannend, ja? Und man kriegt sehr viel Einblick in die Situation und man kann viele Vorteile aufnehmen. Ja. Na, was ist natürlich auch toll für die ganze Arbeit des Roten Kreuzes einerseits und für die Hilfestellung hier, weil dann das Leben, die Abwicklung hier wesentlich einfacher ist. Natürlich, ja, die Leute brauchen sehr viele Sachen. Man muss hilfreich sein, aber letztendlich sind wir alle ein großes gemeinsames Team. Ja, also wir unterstützen uns alle gegenseitig. Ja, also wir sind sozusagen jetzt eine ganz große Familie und helfen gerne. Naja, und die Flüchtlinge sind natürlich froh, dass sie dann in ihrer Heimatsprache angesprochen werden. Auf jeden Fall sind sie sehr glücklich und oftmals, also das erste Mal waren sie sehr überrascht, weil sie nicht erwartet haben, dass ich Persisch spreche. Und, aber man wird mit offenen Armen empfangen. Sie fühlen sich gut aufgehoben, man kann ihnen wesentliche Fragen beantworten, was passiert, wohin mit uns. Auch ein bisschen Angst nehmen. Angst nehmen, auf jeden Fall die Angst nehmen. Ja. Aber auch eine ganz große Aufgabe fürs Rote Kreuz. Natürlich, wir müssen nämlich an viele Kleinigkeiten denken, die die Flüchtlinge hier benötigen. Und das ist eine Herausforderung, weil das ja nicht unserem normalen und Rotkreuz-Alltag entspricht. Jetzt kommt ja dann noch zusätzlich die Aufgabe in Schwechat hinzu mit den kurzfristigen Unterkünften im Multiversum. Ja, die Herausforderungen liegen hier vor allem in der personellen Kapazität. Wir sind natürlich gewohnt, als Rotes Kreuz rasch zu handeln, schnell einsatzbereit zu sein. Wir bauen gerade wieder Betten auf im Multiversum, weil wir bis zu 500 Flüchtlinge heute noch erwarten. Und da ist Manpower und Frauenpower gefragt, weil wir eben viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauchen, die auch dann Verpflegung ausgeben und die sich natürlich um die Flüchtlinge, die ankommen, auch kümmern.